heute eine Situation, in der ich sowohl digital vertreibe, ich habe weiterhin den persönlichen Vertrieb, ich habe irgendwie Themen, die heißen weiterhin Callcenter. Ich habe auch unterschiedliche Geschäfte, die ich betreibe mit unterschiedlichen Vertrieben. Also ich habe eine Vielzahl von vertrieblichen Kompetenzen, die ich tatsächlich brauche. Und ich glaube, das Ganze splittet sich sehr weit auf. Ich brauche zum einen in dem Moment, wo ich über persönlichen Vertrieb rede, also bei Kunden, die es wert sind, auch persönlich betreut zu werden, brauche ich ein sehr tiefgehendes Wissen bei dem entsprechenden Vertriebler, Berater, gemeinsamer Lösungsentwickler, wie man ihn auch immer nennen will. Ich brauche auch, um Probleme schnell zum Beispiel im Innendienst lösen zu können, auch dort ein tiefes Verständnis von dem, um was es auch fachlich tatsächlich geht. Ich brauche aber auch gerade bei der Geschäftsanbindung, wenn ich irgendwie über digitale Medien rede, eben die entsprechende Kompetenz, um zum Beispiel den richtigen Inhalt in dem richtigen Format ausspielen zu können. Das heißt, ist das irgendwie eine E-Mail-Kampagne oder dann wohl eher mehr mittlerweile im Social-Media-Umfeld. Also von daher ist das nicht nur die vertriebliche Kompetenz im Wandel, sondern eigentlich eine Auffächerung der notwendigen vertrieblichen Kompetenz in der Zukunft. Ja. Was ich sehe, ist, dass es ein ganzes Segment von Menschen gibt, die anspruchsvollen Vertrieb machen. Ich glaube, die müssen zunehmend lernen, im Geschäftsmodell ihrer Kunden zu denken, gerade wenn wir B2B-Verkauf denken. Das heißt, du musst immer noch dein Leistungsspektrum kennen, deine eigenen Produkte und Dienstleistungen. Du musst aber auch den Kunden kennen und seine Bedürfnisse, und zwar nicht nur eben in Bezug auf deine Produkte, sondern eigentlich, wie machst du deine Kunden erfolgreicher? Und da spielen uns ja diese Canvas-Modelle, Value Proposition Canvas, gut ins Spiel hinein, weil die ja Möglichkeiten geben, sich mit einfachen Mitteln mit dem Geschäftsmodell des Kunden zu beschäftigen, die Wertschöpfungskette zu analysieren, zu gucken, wo hat der Probleme, welche Jobs muss der erledigen, wo hat der Ziele, was sind seine Ziele und wie kann ich dazu beitragen. Aber dann kommt tatsächlich wieder so dieses Bild hinein, der Verkäufer als Berater. Und dann sage ich so recht pragmatisch, im Grunde genommen stimmt das. Du musst eigentlich wie ein Unternehmensberater für deine Kunden sein. Und gleichzeitig musst du aber auch den Sack zumachen und musst die Abschlussmission quasi immer mit dir rumtragen. Denn wenn wir nur zum Beraten unterwegs sind, brauchst du den Verkauf auch nicht. Also bist du eigentlich Berater mit Abschlussmission. Und das sind schon erheblich anspruchsvollere Aufgaben und Kompetenzen, die dann nötig sind, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wie immer dann, wenn es darum geht, dass man mehr Dinge gleichzeitig irgendwie können muss, stellt sich ja sofort die Frage, wie kann man so etwas auch technisch unterstützen? Und da wage ich auch die These, dass es ohne eine weitgehende technische Unterstützung tatsächlich gar nicht mehr funktionieren kann. Sei es als Erinnerungswerkzeug, denke an den Abschluss, sei es auch als Hinweis, wie kann ich eigentlich durch gezielte Fragetechnik und durch Beispiele von anderen Kundenreferenzen meinen Gegenüber mit auf diese Reise nehmen, lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, was kann ich besser machen. Ja. Also ich muss diesen Anlass schaffen, gemeinsam in diese Diskussionen einsteigen zu können. Und da hilft dann schon, glaube ich, auch, dass man Vorbereitungen von solchen Terminen ein Stück weit methodisch und technisch unterstützen kann, bis hin eben zu bei allem kreativen Treiben den Abschluss nicht zu vergessen. Die Frage ist auch, mit wem rede ich? Und wir haben immer noch im B2B-Bereich klassischerweise auch häufig so als kleinen Vorwurf, ja, der Kunde ist nun mal auf einen günstigen Preis aus und so weiter. Und dann sage ich immer, da hast du aber noch gar nicht dein Potenzial voll ausgeschöpft, denn wenn du über einen Preis redest, dann bist du ja eben vergleichbar. Mhm. Dann hast du dein Potenzial vorne noch nicht ausgeschöpft, richtig gut zu beraten. Und dann stellt sich bei der Beratung natürlich der Fall, über mit wem reden wir beim Kunden. Ne? Und dann mache ich die Beobachtung, dass das, was der Verkäufer der Zukunft machen muss, eben nicht mehr mit den Ansprechpartnern der Zukunft zu diskutieren ist, sondern eigentlich sind es die Ansprechpartner, die so aus der Geschäftsführung kommen. Du musst aus diesem Bereich kommen und musst mit denen halt über Lösungen reden. Und das ist auch ein Upgrade im Niveau, mit dem die sich heute unterhalten müssen, um erfolgreich zu sein. Nicht mehr die Fachansprechpartner und der Einkauf, sondern eben über Geschäftsmodelle, über Wertschöpfungsanalysen und Optimierung. Und dann sprichst du halt mit dem Geschäftsführer. Und da sind auch so triviale Dinge wie teilweise Hemmschwellen, dass man sich das vielleicht gar nicht zutraut.
Ja, das, und das hat auch was damit zu tun, dass man sich vielleicht schlecht vorbereitet fühlt. Also sowohl was die Themen angeht, also die Inhalte, über die man da tatsächlich redet, als auch eben über die Art und Weise, wie führe ich eigentlich so ein Gespräch in einem Zusammenhang, dass man genau dann auch an dem Punkt landet, dass man sagt, das ist das, was ich immer so als Königsklasse in deinen Key-Account-Management-Modellen empfunden habe, man macht sich auf den Weg, gemeinsam mit dem Kunden Leistungen zu entwickeln. Ja, also wenn es eben die Werthaltigkeit des Kunden hergibt. Und diesen Schritt tatsächlich zu gehen, das muss man sagen, das ist heute eigentlich einfacher als vor noch 10, 15 Jahren, weil ich dort viel mehr Beispiele, Unterstützung methodischer als auch technischer Art habe. Also es geht, von daher steht dem eigentlich auch nichts im Wege, dass ich diese Weiterentwicklung im Vertrieb, mehr Inhalt, mehr Methodik sich dann auch tatsächlich umsetzen lässt. Ich komme jetzt so ein bisschen aus der akademischen Welt und man stellt natürlich fest, dass das Thema Vertrieb dort insgesamt bei jungen Hochschulabsolventen nicht unbedingt immer den besten Ruf hat. Und ich glaube, das muss sich maßgeblich ändern, weil wenn du Betriebswirte brauchst, Ingenieure brauchst, die dann eben Verkaufsaufgaben wahrnehmen, dann muss diese Rolle im Unternehmen, die muss auch attraktiv sein. Und Procter & Gamble hat das vor Jahren, fand ich, schon immer gut gemacht. Die haben ihre Vertriebsleute immer Customer Business Development genannt und hatten immer schon den Anspruch, mit dem Handelspartner zusammen Geschäft zu entwickeln. Und ich bin zwar nicht so dafür, dass wir mit der Mogelpackung des Begriffs arbeiten und die einfach nicht mehr Vertriebler, sondern Account Manager und Berater und Kundenmanager nennen, aber vielleicht hilft auch das so ein bisschen, um die Funktion attraktiver zu machen. Ich glaube, das brauchst du auch. Ein gutes Image. Ja, ein gutes Image. Setzt aber auch voraus, dass die Organisation so steht, dass man genau das auch zielgerichtet machen kann. Ja. Also die Mogelpackung darf dann nicht sein, ich habe einen tollen Namen und ich habe vielleicht 10% dieser Aufgaben, die so spannend klingen. Und die anderen 90% sind noch irgendwie Dinge, die nicht so sexy sind. Ja. Und ich glaube, da bewegt sich aber auch gerade in den Unternehmen sehr viel dahin, die Dinge sauberer zu sortieren. Die sind natürlich auch dazu gezwungen. Ja, also genau diese Überlegung, Klinken putzen mache ich in Zukunft über einen Webshop. Ja, und dann habe ich noch irgendwie ein Zwischending, dann brauche ich dann noch irgendwie sozusagen einen monitorierten oder geguideten Webshop, wo einfach stärkere Unterstützung mit da ist, bis hin zu wirklich dieser persönlichen Vertriebsarbeit mit dem Kunden vor Ort. Weil auch in diesem Umfeld Webshop, da gibt es ja viele interessante Berufsbilder, die für diejenigen, die dafür affin sind, genau passen. Also man kann ja noch nicht mehr sagen, das eine ist besser als das andere, sondern für die Zukunft des Unternehmens sind all diese Facetten des Marketings und Vertriebs ganz besonders wichtig. Ja. Ja. Das ist ja auch noch ein interessantes Thema, so die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Ich glaube, das wächst eigentlich zusammen, wobei wir natürlich in vielen B2B-Unternehmen immer noch das Thema haben, dass das zwei unterschiedliche Abteilungen sind, die unterschiedlich geführt werden und die auch ein unterschiedliches Mindset haben. Aber meine These ist, dass das verbindende Element quasi der Sales Funnel ist. Ja. Da spielt das Marketing an bestimmten Stellen eine Rolle, bei der Lead-Generierung am Anfang vielleicht, dann in der Kundenbearbeitung der Vertrieb wieder ein bisschen. Da muss das Marketing wieder dafür sorgen, dass wir genügend Material haben, um so ein Grundrauschen sicherzustellen und so weiter und so fort. Aber auch da haben wir noch eine Baustelle, die Überwindung quasi dieses Gaps zwischen Marketing und Vertrieb. Ne? Ja, weil auch da reden wir ja im Grunde wieder über Kompetenzen, die sich entlang eines Kreislaufs entsprechend ansiedeln. Ne? Das fängt im Marketing an, geht entsprechend über die Lead-Veredelung in die tatsächliche, wenn man so will, Opportunity oder Vertriebsarbeit, mündet dann irgendwie im After-Sales-Service, egal ob der nur technischer Art ist oder auch nur Zufriedenheits- und Qualitätsgetrieben. Und an all diesen Punkten entstehen ja Lerneffekte, die dann wieder von allen auch verwendet werden sollen. Ja. Also das ist schon eine sehr wissensgetriebene Geschichte, die da passiert. Also ich glaube, dass die ganzen Disziplinen um den Kunden herum anspruchsvoller werden. Und deshalb spreche ich auch gern von der Intellektualisierung im Vertrieb, dass das nötig ist, dass man da eben aufrüstet. Und ich glaube, so die klassischen Verkäufertugenden, wie gutes Gespräch führen, vielleicht zum Abschluss führen, Kaufsignale erkennen, die werden immer noch eine Rolle spielen. Aber das, was den entscheidenden Faktor ausmacht, dass sich diese Funktion rechnet, das ist schon so, dass du das Geschäftsmodell des Kunden helfen können musst zu optimieren. Ich muss sagen, den Wert dessen herausstellen, was das für den Kunden hat. Dann klappt es auch mit dem Vertrieb. Ja. Und wenn er Schwierigkeiten hat, das zu erkennen, wird jeglicher Vertriebsdruck zu nichts führen. Genau, so sieht's aus.